Das Kompliment zurückzugeben. Also, lohnt sich auch hinzugehen. Ist wie ein Podcast nur in live. Ja, mein Name ist Jakob Krumi, Digitalstratege bei Quäntchen und Glück. Quäntchen und Glück sitzt in Darmstadt in diesem wunderschönen Gebäude. Wir haben unser Gebäude in jedem Vortrag drin, weil wir es einfach so schön finden, das Foto. Und wir sitzen in diesem Brauereitürmchen an der Mathildenhöhe, Jugendstil. Und ein Thema ist, wir wollen gar nicht mit der Firma wachsen, weil es passt. Wir sind schon einmal umgezogen von der Rückseite hier in die Vorderseite. In der Rückseite ist unser Kreativraum, jetzt unser altes Büro. Unsere Vorderseite hat Platz für ungefähr 20 Leute. Mehr wollen wir nicht werden, wir sind mehr so 16 Leute mit Praktikanten 18. Und wenn ihr uns mal besuchen kommen wollt, seid ihr herzlichst eingeladen. Meine Slides sind weg. Muss ich nochmal neu anfangen? Die sind im Internet weg. Gestohlene Slides. Ja. Und jetzt? Ja, danke. Soll ich es nochmal von vorne machen? Alles gut. Alles gut. Ja, ja. Das war auch nicht so wichtig. Unser Motto ist, Ihre Probleme hätten wir gerne. Also, falls ihr Mittelständler seid und gerne im Rahmen der Digitalisierung neue Geschäftsmodelle, neue Produkte oder vielleicht an eurer Organisation arbeiten wollt, wir freuen uns über eure Probleme. Und dieses Zitat ist euch sicherlich schon mal beim Weg gelaufen. Wer von euch hat es schon mal in einer Präsentation benutzt? Eins, zwei, drei. Wer hat schon mal es zitiert? Ja, super. Und kann jemand für mich herausfinden, ob Peter Drucker, ich glaube, er heißt der Drucker wahrscheinlich, weil er Amerikaner ist. Österreicher. Ah, Peter Drucker. Kann jemand herausfinden, ob er es wirklich gesagt hat? Das würde mich interessieren, weil wir haben recherchiert und haben dieses mutmaßlich. Ja. Also ihr kennt es. Bitte? Steht im Buch. Steht im Buch? Dann können wir das mutmaßlich streichen. Also das ist gut zu wissen. Agile Folienentwicklung heute, Korrekturen durchs Publikum. Caltech Strategy for Breakfast, kennt ihr alle. Und wir haben uns auch ein bisschen damit auseinandergesetzt im Rahmen unserer Arbeit bei unseren Kunden und als Digitalisierungsstrategen. Den Teil kennt ihr, Strategien machen wir alle sehr gerne. Ihr kennt auch den Teil, dass die Strategien dann oft nicht in der Umsetzung klappen, scheitern. Und uns gefällt das Bild ganz schön, das haben wir gleich von Dave Gray, hat es, glaube ich, gesagt, von Xplain. Strategie ist die Reise und Culture ist die Landschaft. Und wenn ich meine Reise antrete und die Landschaft nicht kenne, in der ich unterwegs bin, dann packe ich vielleicht zu viel ein in meinen Koffer, in meinen Rucksack oder bin ich dementsprechend ausgestattet und am Ende laufe ich in kurzen Shorts und Flipflops über die Anden und da stürmt es auch noch die ganze Zeit und es wird verdammt schwierig, am Ende meiner Reise anzukommen. Und das Thema Unternehmenskultur oder Unternehmenskulturen, da die Landschaft zu beschreiben, ist uns aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, dass wir Menschen ihre Unternehmenskultur beschreiben. Und wir haben uns überlegt, wie kann man das machen und sind auf ein Werkzeug gestoßen. Dave Gray hat nämlich gesagt, if you want to understand a culture, you need to map it. Und Dave Gray arbeitet mit Strategizer zusammen, die kennt ihr sicherlich alle mit dem Business Model Canvas. Und wir haben letztes Jahr die Culture Map entdeckt, die Dave Gray zusammen mit Alex Osterwalder entwickelt hat. Vielleicht auch genau aus dem Grund heraus, dass vielleicht viele Business Models an der Kultur gescheitert sind. Und wir haben das dann einfach mal ausprobiert. Die Culture Map sieht so aus, das ist vielleicht einfachste Canvas der Welt. Wir leben ja im Zeitalter der Canvases, die Canvasisierung findet statt und das Sympathische an diesem Canvas ist, dass es sehr einfach ist. Es hat nämlich nur drei Zeilen und die Culture Map arbeitet mit den Behaviors, Outcomes, Enablers und Blockers. Wir haben das dann mal für uns übersetzt und ich zeige euch gleich, wie das dann ausgefüllt aussieht. Und das könnt ihr euch per Strategizer downloaden. Auch ihr müsst auch die Folien nicht abfotografieren, die stelle ich alle danach zur Verfügung, weil da kommt jetzt auch noch eine komplette Anleitung, wie man so einen Workshop durchführt oder wie wir ihn durchgeführt haben und unsere Learnings. Also könnt ihr euch ruhig darauf konzentrieren. Bei was hilft mir die Culture Map? Und die hilft dir dabei, eine Bestandsaufnahme zu machen, wie es ist. Und ihr könntet mal eine Culture Map mal rumgeben lassen für jeden von euch.
Sie hilft bei einer persönlichen Reflexion, ob einzeln oder auch im Team, was sie hilft, was sie ärgert. Sie hilft dabei, Probleme zu identifizieren. Sie hilft dabei, Werte im Unternehmen abzugleichen, ob sie wirklich gelebt werden. Du kannst damit eine strukturierte Diskussion im Team machen und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Aber was mich daran fasziniert hat oder warum ich dieses Werkzeug ausprobieren wollte, wir haben jährlich ein Barcamp mit Quäntchen und Glück, das Quäm, ist, es ging darum, das Thema Unternehmenskultur zu bearbeiten und das Wort Werte tauchte nicht einmal auf. Und das fand ich ganz spannend. Das hat mich neugierig gemacht, dieses Werkzeug auszuprobieren und im Rahmen des Barcamps durfte ich das gleich direkt mit einem Quäntchen bei Quäntchen und Glück ausprobieren und die Unternehmenskultur kartografieren mit meiner Kollegin Annegret, die heute leider nicht dabei sein kann. Und das Spannendste ist, wir haben das dann mal für uns eine vorherige Version von Strategizer, die hatte noch so Hilfsfragen übersetzt, dass das zentrale Element die mittlere Spalte ist, nämlich die Verhaltensweisen. Und dass sie nicht mit Werten arbeiten, sondern dass man aufschreibt, wie sind denn meine Verhaltensweisen bei mir in der Firma? Und da hatten sie solche Hilfsfragen, wie sieht ein großartiger Tag aus, wie arbeiten wir hier, was ist ein typisches Verhalten? Mittlerweile würde ich ein bisschen andere Fragen nehmen, weil ich aus anderen Unternehmenskultur-Sessions schon ein bisschen Input mitbekommen habe und auf Meetups das diskutiert habe. Ich glaube, es ist gut, wenn man diese Verhaltensweisen, diese Fragen noch mehr konkretisiert. Wie sehen bei euch Meetings aus? Wie geht ihr mit Entscheidungen um? Also das, was wir auch heute hier an verschiedenen Stellen gehört haben oder gestern auch im Unternehmenskulturvortrag, da kann man sich die Hilfsfragen adaptieren. Dann, jede Verhaltensweise führt zu einem Ergebnis. Das heißt, das ist die Zeile oben drüber. Und Strategizer hat die Ergebnisse oft in Zeit oder Geld sozusagen, schreibt man sie auf und man beschreibt dort, welche Auswirkungen sehen wir aufgrund der Verhaltensweise, was passiert da. Und das können monetäre, zeitliche sein, das können aber auch weiche Ergebnisse sein, kein Teamgefühl, sage ich mal. Und die spannendste Zeile ist unten drunter die Ermöglicher und Verhinderer, Enabler, Blocker. Ich tue mir noch ein bisschen schwer mit diesen Begriffen. Ich würde mittlerweile auch die Zeile umbenennen und wir sind gerade dabei, die Culture Map für uns nochmal agil zu adaptieren und anzupassen aus unseren Erfahrungen. Und hier könnte auch Ursachen stehen. Was sind die Ursachen für diese Verhaltensweisen? Und Strategizer sagt dann noch, Ermöglicher unterstützen positives Verhalten, Verhinderer blockieren positive Verhaltensweisen. Das ist so ein bisschen im Kopf, springt man da so ein bisschen. Aber die Hilfsfragen sind gut. Warum verhalten wir uns so? Was verursacht oder beeinflusst unsere Verhaltensweise? Das sagen oder machen Führungskräfte etc. Also die können euch dabei helfen beim Ausfüllen. So sah das bei unserem Camp aus. Einmal im Jahr gehen wir 3 Tage auf ein Barcamp und da haben wir einfach mal ganz naiv dieses Werkzeug ausprobiert und eine Culture Map Session gemacht, haben mal 3 Stunden anvisiert. Hat nicht ganz gereicht. Wir haben mit 16 Leuten versucht, die Culture Map auszufüllen und jeder hat sie für sich selber ausgefüllt und hier seht ihr schon, man liest eine Culture Map immer von unten nach oben. Also man fängt vielleicht mit den Verhaltensweisen an, aber man schreibt immer oben drüber, was ist das Ergebnis, was ist die Ursache möglicher Blocker und wir haben dann schon spontan in der ersten Iteration Maßnahmen auf blauen Post-its draufgeschrieben. Strategizer und Dave Gray sagen, die empfehlen ein anderes Modell, die sagen, mach erst einen Ist-Zustand deiner Kultur, kartografiere sie und dann kartografiere einen Soll-Zustand. Das haben wir uns erstmal erspart oder vielleicht haben wir es auch nicht richtig verstanden, wie man es macht. So sah dann am Ende unsere Culture Map auf, nachdem wir das alles konsolidiert haben, als wir das mit uns gemacht haben, sind wir über ein paar Sachen gestolpert und würden es mittlerweile anders machen. Das haben wir auch im Kundenworkshop dann anders gemacht. Das Wichtigste ist, dass man mit den Verhaltensweisen anfängt und dann über die Ergebnisse geht und unten drunter Ermöglicher und Verhinderer. Und auch in einer Kultur, in einem Unternehmen, das Glück im Namen hat, ist auch nicht alles gut. Denn hier auf der Seite haben wir auch unsere problematischen Verhaltensweisen mit ihren Ursachen. Ich gehe gleich in eine Zoom-Stufe näher dran, dann könnt ihr es sehen. Der Zoom ins Gute. Eine unserer Verhaltensweisen, das ist jetzt hier stark verkürzt, wir arbeiten gerne methodisch, wozu führt das? Vielleicht eine höhere Produktivität, durch was ist die Ursache dafür? Wir haben eine große Offenheit für neue Methoden. Der Beweis, die Culture Map, ich bin hingekommen und habe gesagt, Leute, wollen wir einen Culture Map Workshop machen? Haben alle gesagt, ja. So, alle waren offen dafür, das auszuprobieren. Ein anderes spannendes Verhaltensweise ist, wir haben sehr selbstbestimmtes Arbeiten. Wir können nämlich arbeiten, wann wir wollen, wo wir wollen, out of office, home office,
zu jeder Zeit. Das führt natürlich zu einer guten Work-Life-Balance. Ihr kennt das, der Handwerker ist da, die Kinder müssen abgeholt werden und so weiter und so weiter. Ermöglicht wird das durch die flexiblen Tools, die wir einsetzen, von Laptops bis Collaboration-Tools und auch die Arbeitszeit im Homeoffice. Und das, was wir neu hier hinzugefügt haben, ist, dass wir glauben, man sollte auch immer aufschreiben, weiter so, weil wenn man jeder hat auch positive Sachen in seiner Kultur und wenn man die sich nicht merkt, sondern nur an den negativen arbeitet, dann vergisst man vielleicht, was schon Gutes da ist. Und wenn man jetzt hier auf der Ebene rumschraubt und die flexiblen Tools abschafft, Sicherheit und Ideale über Bord wirft oder auf einmal Kontrollen und Machtkämpfe eine Umgebung für Machtkämpfe schafft, dann wird man wahrscheinlich auf der Achse hier Probleme bekommen. Wie sieht es im Negativen aus? Das ist sehr spannend. Hier gibt es flexible Tools und Arbeitszeit, sind hier ein positiver Ermöglicher. Aber hier haben wir überraschenderweise entdeckt, was Negatives. Denn wir haben irgendwann eine Verhaltensweise aufgeschrieben, wir haben ineffektives Projektmanagement. Dadurch, dass alle so New Working überall arbeiten wann und wo sie wollen, führte das auch mal zu verzögerten Projekten und verlorenen Kunden. Und das war der gleiche Enabler-Blocker, der auf der einen Seite für eine gute Work-Life-Balance und selbstbestimmtes Arbeiten geführt hat, auf der anderen Seite aber in Teams für ein ineffektives Projektmanagement. Und das war spannend zu sehen. Man kann sozusagen auf dieser unteren Ebene auch ein oder dieselbe Ursache kann positive oder negative Verhaltensweisen hervorrufen und auch zu verschiedenen Ergebnissen führen. Wir haben daraufhin eine Maßnahme entwickelt, der neue Montag, wer gestern in der New Work Session war oder das Quartett von uns schon hat, der kennt den Showtag. Wir haben mittlerweile eingeführt und einen verpflichtenden Tag. Montags sind alle bei uns da und es ist ein Barcamp-artiger Tag, wo wir uns sehen und alles absprechen, um diese Verhaltensweise und die Auswirkungen zu geben. So sieht unsere Culture Map aus und so geht es, einen Culture Map Workshop zu machen. Ich gehe jetzt nicht alle Punkte durch, weil ich will mit euch noch die Übung machen und ihr könnt die Folien, wie gesagt, die Anleitung habt ihr und ihr könnt das gerne ausprobieren, weil ich bin brennend daran interessiert, dass andere Menschen auch Culture Map Workshops macht. Ihr müsst die nicht mit uns machen, macht sie auch selber. Ihr seid alle fit genug hier auf der Tools for Agile. Aber ich habe eine Bitte, dann erzählt mir und uns von euren Erfahrungen mit diesem Werkzeug. Weil wir haben ja vorhin in den 20 Tools von Daniel und Oliver, wie war der Titel, 20 Tools, die nicht zu gebrauchen sind, oder ich krieg's jetzt gerade nicht mehr zusammen. Die garantiert nicht funktionieren oder auch agil geändert zu nicht garantiert. Genau, 20 Tools, die nicht garantiert funktionieren. Wer weiß, ob die Culture Map auch so ein Tool ist, aber vielleicht ist es eins, das funktioniert. Deswegen wäre spannend, das mit euch herauszufinden. Das sind die Materialien, die ihr braucht. Ihr als Design Thinking Experten und agile Arbeiter werdet das wahrscheinlich alles haben. Wichtig ist 6 Stunden Zeit, also das ist schon, was ihr braucht in eurem Team, um so eine Culture Map komplett durchzulaufen fürs Mappen. Kleiner Tipp bei den Post-its, wirklich die kleinen nehmen, nicht die großen. Wie läuft das ab? Es gibt 3 Phasen. Die erste Phase ist Sammeln. Jeder fängt erstmal mit dem eigenen Mapping an. Das machen wir auch gleich als Übung. Das heißt, ihr füllt erstmal alleine eure Culture Map aus, also am besten auf kleinen Post-its oder ihr könnt auch direkt reinschreiben, aber Post-its sind besser, weil dann schreibt man nicht so viel. Und ihr fangt mit den Verhaltensweisen an und arbeitet dann, schreibt erstmal die Verhaltensweisen auf und dann könnt ihr zu jedem Verhaltensweise ein Ergebnis aufschreiben. Wenn euch schon die Ursachen, die Ermöglicher oder Blocker zur Verhaltensweise einfallen, könnt ihr es direkt machen. Stillarbeit sozusagen, das ist der erste Teil, den ihr in dem Workshop macht. Das zweite ist Kleingruppen machen. Und das heißt, bildet dann in eurem Team Kleingruppen von 2 bis 3 Leuten, das war unsere Erfahrung, funktioniert ganz gut. Und die stellen sich gegenseitig die Verhaltensweisen vor und formulieren sie auch als neue Post-its, also nochmal neu. Das ist auch wichtig, weil es ein Schritt der Anonymisierung. Also, weil wenn ihr am Ende das allen vorstellt, dann könnt ihr immer sagen, das Post stammt aus unserer Gruppe. Ja? Und es ist nicht sofort identifizierbar, wer die negative Verhaltensweise, dass der Vorgesetzte gern bei uns brüllen und schreien, aufgeschrieben hat oder so. Ja? Damit das nicht rückverfolgbar ist. Dann könnt ihr zusammen die Ergebnisse hinzufügen und auch dann als neuen Schritt die Ermöglicher und Blocker gemeinsam sammeln. Und wenn ihr sehr viel gesammelt habt in der Kleingruppe, weil jeder für sich auf seiner Culture Map viel hatte und dann noch vielleicht was dazu kam in der Kleingruppe, dann solltet ihr priorisieren mit Klebepunkten, vor allem die negativen Verhaltensweisen, weil ihr wollt ja eure Unternehmenskultur in irgendeiner Form verbessern und ein paar Klebepunkte für die positiven. Phase 2 ist in das Cluster, die große Zusammenführung an der Wand oder Metaplan. Das heißt, dort stellen die Kleingruppen nach und nach immer eine Verhaltensweise vor
und fügen ihre Ergebnisse und ihre Ursachen in möglicher Blocker dazu. So, und wenn die Teams können direkt ergänzen, das haben wir damals nicht gemacht. Deswegen ist das total ausgeufert und wir haben 3 Wände gebraucht, weil jeder hat seine Verhaltensweise, sein Ergebnis und da waren natürlich auch Sachen redundant und ähnlich. Und deswegen an der Stelle immer eine Verhaltensweise vorstellen, die Ergebnisse, die Ursachen und die anderen können ergänzen und sagen, ich habe jetzt hier noch eine andere Ursache, ich habe die Verhaltensweise so aufgeschrieben, bei mir kommt noch das raus. Und hier kann es auch zu Fragen und Diskussionen kommen, da solltet ihr irgendwie eine Moderation haben oder vielleicht auch jemand Neutrales im Workshop, der da vielleicht darauf achtet, dass das gesittet abläuft. Was wir gemerkt haben, wenn wir das in größeren Teams oder in Teams machen, die eingebettet sind in Organisationen, wie die meisten, die hier arbeiten, dann sollte man vielleicht trennen das Team, die Teamebene und die Organisationsebene. Weil ihr könnt eher Teamthemen, also eure Unternehmenskultur im Team, vielleicht anpassen, verändern, als die jetzt auf der Organisation. Und damit ihr euch nicht den ganzen Tag mit Organisationsthemen beschäftigt und am Ende rausgeht und merkt, am Ende können wir doch nichts machen, trennt das lieber an der Stelle und fokussiert euch auf die Teamthemen und nehmt vielleicht nur ein Thema aus der übergeordneten Organisation. Phase 3 sind dann die Actions. Das ist das, was ich vorhin mit den blauen Post-its gezeigt habe. Macht dann eine Gruppendiskussion, überlegt euch einen Modus operandi oder jeder überlegt sich für sich, was sind die Lösungen für die roten Post-its, für die Blocker, für die negativen Ursachen. Und dann könnt ihr das zusammentragen, diskutieren und festhalten. Bei den positiven macht ihr bitte die Weiter-Sos. Und am Ende habt ihr an der Wand eine große Culture-Map. Und dann solltet ihr voten lassen, was wollen wir als erstes angehen. Weil sonst ist man erschlagen. Wir hatten 6 Sachen und haben gesagt, okay, bitte erstmal den Schontag, dann das andere Thema und dann das andere Thema. Weil solche Prozesse zu verändern, das dauert. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mal gesagt, Unternehmenskultur verändern 7 Jahre, keine Ahnung, ob das stimmt. Also wir machen die nächste Culture Map Session wieder auf unserem Barcamp im April nach 1 Jahr. Da werden wir mal, momentan sind wir von 3 gelösten Themen von den 6, die wir haben. Und mal schauen, ob wir die anderen auch noch schaffen. Genau. Also das ist der Ablauf. Tipps und Learnings, wie ich vorhin schon gesagt, die schmalen Post-its. Ganz, ganz wichtig. Überlegen, ob ihr Anonymität wahren müsst. Also das mit der eigenen Map, die ist privat und dann in Kleingruppen das nochmal übertragen. Und nochmal auf dieser Ursachenebene vielleicht Beispiele liefern, wenn Menschen Probleme haben mit den Ermöglichern oder Blockern. Jetzt seid ihr dran und jetzt machen wir nämlich eine kleine Übung, 5 Minuten quasi Stillarbeit. Es wäre super, wenn ihr jetzt 2 Spalten ausfüllt. Das heißt, ihr überlegt euch eine positive Verhaltensweise, die zu einem Ergebnis führt und die Ursache dafür. Aber fangt bitte erst mit der negativen Verhaltensweise an, weil mit der wollen wir dann weiterarbeiten. Sprich, das solltet ihr zuerst machen, einmal eine negative Verhaltensweise aufschreiben mit Ergebnis und deren Ursache und dann auch vielleicht noch das Positive, wenn die Zeit es zulässt. Ihr habt insgesamt 5 Minuten Zeit, das erstmal für euch aufzutragen. Malt euch am besten quasi virtuelle Post-its da drauf, damit ihr nicht zu viel reinschreibt. Ihr wisst ja, was auf dem Post-it so passt. Und im zweiten Teil nach der Stillarbeit machen wir noch eine kleine Sparringsübung, wo ihr gleich dann in die Maßnahmenebene geht. Ich gebe euch jetzt die Zeit, 5 Minuten. Viel Spaß. Wenn jemand irgendwie Hilfe oder Unterstützung braucht, kann mich fragen. Ich komme beim Formulieren. Hast du? Braucht jemand einen Stift? Ich habe hier ganz viele Stifte. Super. Das ist natürlich bei Aufzeichnung der Teilnehmer. Auf deine Arbeit, ja? Auf dein Team, auf deine, ich würde sagen, erstmal im Team vielleicht anfangen. Ja. Wenn man eine Verhaltensweise beobachtet, wenn man sagt, das hat aber mehrere Ergebnisse. Kannst du auch. Also es sollte vielleicht nicht zu viel werden, dann wird es komplex. Ja. Aber das kann man auch machen. 2 Ergebnisse und vielleicht auch 2 Ursachen.
persönlich mag bei Verhaltensweisen die aktive Formulierung. Also wir kommen zu spät in Meetings, wir wertschätzen nicht die Arbeit der Kollegen, wir schreiben keine Agendas, wir sagen zwar, dass wir transparent sind, stellen aber keine Dokumente ins Social Enterprise System. Dann ist es nicht so abstrakt. Noch konkreter wäre es nicht ich, aber... Ich drehe euch mal den Timer zu. Auf unserer Kaltschirmwand habt ihr gesehen, waren jetzt nicht so viele harte Ergebnisse mit Zeit und Geld, also werden auch viele weiche Faktoren, also Work-Life-Balance oder Super-Team-Gefühl oder Menschen mögen unsere Marke oder sprechen gut über uns. Also ich glaube, Strategizer kommt da härter aus dem Business-Kontext und nutzt dieses Werkzeug auch mehr in dieser Richtung. Die Culture Map schon digitalisiert quasi auf deinem iPad. Daniel, als Scrum Master, hast du irgendwelche Tipps, wie man Stillarbeitszeiten überbrückt? Ich die ganze Zeit einquatschen, um die Leute abzulenken. Darf man meditieren? Powernap wäre super. Einfach 5 Minuten schlafen. Das Mikro auch. Das ist da. Ich werde es irgendwann. Noch 10 Fallschirme schwarz da über den Schluss. Super. Also ich hoffe, ihr habt es geschafft, zumindest eine negative Verhaltensweise aufzuschreiben mit dem Ergebnis und der Ursache. Was wir jetzt machen, ist vielleicht als nächste Übung und als Training für meine Stillarbeit. Und zwar ein kleines Sparring. Dafür sucht euch bitte Nebenfrau, Nebenmann, also bildet ein Zweierteam. Und ihr stellt 2 Minuten eure Verhaltensweise vor, die negativ ist. Und euer Nebenmann, Nebenfrau, 2 Minuten, stellt ihr diese eine Verhaltensweise vor, erklärt sie ein bisschen und dann holt ihr euch 3 Minuten Feedback von ihr oder erarbeitet zusammen mit ihr eine Maßnahme. Und dann drehen wir es um. Dann habt ihr nochmal 5 Minuten, wo ihr der andere die Verhaltensweise vorstellen darf
und sich dann auch, also Übung dauert insgesamt 10 Minuten, 2x 5 Minuten und die 5 Minuten sind unterteilt in 2 Minuten und 3 Minuten. Das heißt, bilde bitte Zweierteams, ja? Nur die Verhaltensweise oder auch Ergebnisse? Ja, für das Ergebnis auch, ganz also einmal die komplette... Er hatte gerade gefragt, ob wir nur die Verhaltensweise vorstellen sollen. Nein, Verhaltensweise, Ergebnis und auch die Ursachen, denen wir über guter Hinweis habe ich hier nicht auf der Fall. Habt ihr alle ein Leben am Leben gebraucht? Ja? Ist jemand allein? Und 2 Minuten. Meine Firma Thank you.
Kunde sagt, wie sie ihr Auftrag geben, dass sie ihre Wünsche beim Tour Schaden. Das ist
verzweifelt haben. Über mir. Das könnte man auch Und ja, wir sind auch schon am Schluss und ich würde noch mal fragen, wie war das jetzt für euch oder habt ihr Fragen und die letzten 2-3 Minuten der Session nutzen, um eure Eindrücke oder Fragen abzuholen? Das Sparring, ist das dann immer Teil der Culture Map Session? Naja, normalerweise, das jetzt nur ich habe es jetzt hier für euch gemacht, zum einen, um in diesen Austausch zu kommen und dass ihr euch kennenlernt und zum anderen zu sehen, dass jemand anders vielleicht auch auf gute Ideen kommen kann, vor allem wenn er außerhalb einer der eigenen Organisation ist. Im eigenen Workshop wäre es so, dass am Ende dieses Lösungen zusammen erarbeiten. Okay, also dann machen wir ein Team. Genau, das wird dann das Team machen. Oder? Auch kann man machen in Kleingruppen, vielleicht erstmal alleine. Muss man immer ein bisschen schauen, was der präferierte Modus ist. Also die große Gruppendiskussion würde ich nicht aufmachen für jedes einzelne Problem. Eher nochmal vielleicht in Kleingruppen gehen oder jeder überlegt sich nochmal eine Maßnahme und stellt sie vor und dann kann man drüber gemeinsam diskutieren. Dahin, bitte. Ich habe eine Frage zu dem Ablauf vom Workshop. Ja. Ich kann mir das so schlecht vorstellen, das in einer Firma mit 250 Leuten durchzuführen. Ja, das funktioniert auch nicht mit 250 Leuten. Wie verteile ich das? Ich habe da noch nicht den Erfahrungswert oder die Antwort drauf, aber wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, auch in anderen Situationen drüber und ich würde das teamweise ausrollen. Ich würde das erstmal bei mir anfangen, in meinem eigenen Team, wenn ich das Gefühl habe, dass dieses Werkzeug helfen könnte, das Thema Unternehmenskultur greifbar zu machen und dann würde ich mal schauen, wie das in meinem eigenen Team funktioniert hat und wenn ich das Gefühl habe, dass das Werkzeug ist was, dann kann ich das anderen vorschlagen und dann rollt man das aus und ich glaube auch nicht, dass es eine Unternehmenskultur in einem Unternehmen gibt. Also man kennt das ja von Standorten mit unterschiedlichen Kulturen oder vorhin war das Thema Merger, eine Firma wurde aufgekauft und man kauft eine andere Kultur auf. Ich denke, es gibt wahrscheinlich ganz viele Unternehmenskulturen oder Kulturen innerhalb eines Unternehmens und fängt wahrscheinlich auf Teamebene an und geht dann in die Units und Bereiche rein und da würde ich das erstmal auf der Stelle so ausrollen und dann schauen, was ist in den einzelnen Teams irgendwie an Gutes an Verhaltensweisen und Ergebnissen und vor allem, was ermöglicht diese positiven Verhaltensweisen und das halt anderen Teams dann anbieten oder vorschlagen. Die Zeit ist vorbei. Vielen, vielen Dank fürs vor allem Mitmachen und Ausprobieren, das heißt selbst auszufüllen, bevor das einen kleinen Schritt tut. Und auch fürs mit dem Gegenüber austauschen und ich danke euch.